Hallo Leute! Heute besorgen wir mir eine neue Freundin. Das hier ist Elle. Elle und ich kennen uns schon lange, aber wir kennen uns gar nicht. Also wir kennen uns schon, theoretisch schon sehr lange. Wie lange? 5, 6 Jahre? Nein, so lange nicht. 4. Heute also besorgen wir mir eine neue Freundin. Ein Glücksrad. Was? Ein Glücksrad, genau. Man reißt richtig da die Leute auf. Und wenn es mal den Moment gibt, wo ich eine Aktion nicht machen möchte oder es mir zu weit geht, dann drehen wir hier am schönen Bohnenrädchen. Und dann gibt's hier, erzähl mal, was gibt's da so alles? Dirty Dishwater oder auch Birthday Cake. Kann eins von beiden sein. Also es kann eine gute oder eine schlechte Bohne sein. Peach oder Barf. Tutti Frutti Stinky Socks. Ich kann dieses Wort bis heute nicht aussprechen. Pomegranate. Ich dachte, ich kann, guck mal, weißt du, diese Spiele, wo es man nicht einstellen kann, die Musik nur leise zu stellen, das sind eigentlich immer die besten, weil die sind richtig scheiße. Das Spiel hat übrigens die beschissensten Bewertung auf Steam. Und hier gibt es ja immer Tipps, wie man ordentlich datet. Wie man so eine heiße Olle auf. Ja, also man sieht ja hier schon, die Person ist ready. Was ist denn für dich, was ist denn ausschlaggebend an einer Frau, wenn du sie siehst? Boah, natürlich geht es nur um die Ausstrahlung. Das Auge ist mit, sind wir doch ehrlich. Ja, das stimmt schon. Ich bin ehrlich, ich bin Typ Arsch. Ja, Augen, Arsch. Also erstmal Hair. Ja, also Rotschopf will ich ja eigentlich nicht. Ja, nehmen wir das und sagen mal, dass es dunkelblond ist, okay? Also ich sehe aber auch geil aus. Das sollen Schuhe sein. Ich glaube, das sind Socken. Da steht Schuhe. Und da hat man richtig Drogen genommen. Ich wollte gerade sagen, der hat sich aber ordentlich so. Aber auf. Tight! Kann ich noch einen Schuss haben? Ich glaube, wir haben auch Alkohol da. Sollen wir auf Tacho geschaut? Wir müssen gleichzeitig auf die Uhr gucken. Geil, Digga. Sieh jetzt schon die Kommentare, boah, Kalle ist so widerlich, wie du da neben der Frau rülpst, Alter. Halten Sie das Telefon ein und registrieren Sie sich im Finder? Achso, das ist Finder. Das also ist nicht Tinder, sondern so, okay, dann melden wir uns. Absolute Hacienda. So, ich fahre jetzt erstmal. F drücken. Lowrider. Warum? Es geht immer weiter weg. Ja, sing mal was vor. Von dem blauen Berg kommen wir. Unsere Lehrer sind genauso dumm wie wir. Mit der braunen Lederjacke steht aus wie eine Kacke. Von dem blauen Berg kommen wir. Hä, ich dachte, das ist Dating-Simulator. Wieso fahre ich jetzt zur Arbeit? Aufgabe ist einfach. Erledigen Sie die Bauaufgaben und erhalten Sie $10 pro Aufgabe. Halte es. Oh, ich arbeite gerade. Oh! Der kam jetzt aber richtig... Und voll. So, Finder, passen. Oh, ach, ein Match. Passen. Oh, das ist Jess. Hallo, wie geht's dir? Mir geht es gut. Boah, da krieg ich schon, das kotzt mich schon direkt an. Die schreibt mich an. Und dann sag ich, hallo, wie geht's? Und ja, mir geht's gut. Ja, dann was machst du gerne? Ja, okay, okay. Lassen Sie uns von Angesicht zu Angesicht über solche Dinge sprechen. Die hat Bock. Meine Bohne nehmen wir darauf. Also, das reicht mir jetzt. Wo ist er denn? Ja, Strawberry Banana Smoothie oder toter Fisch? Gehen Sie zu der Person, mit der Sie gemacht gematcht haben. Irgendwann später. Hello there. Ah! Oh, shit. Ist das ein Klo? Nicht, dass sie mich hier gecatfischt hat, ne? Moin, Nancy. Wie hieß die? Ja, ich wäre jetzt für einen Spaziergang. Na, lass mal versuchen, spazieren zu gehen. Verpiss dich! Gehen Sie zum Bekleidungsgeschäft. Und dann komme ich wieder und dann... Not, Not. Not, Not! Alter, hier, guck mal, richtig reichen Ja, guck mal, Maximilianstraße München. Oh, hallo. Was, die? Ja, ja, mit ein bisschen Justlook. Das ist geil. Ja, mach mal schwarz hier oder grau. Ja, aber dann sieht man doch nichts. Alter, guck dir das mal sieht schon geil aus. Ein fescher Käfer, du. So, Mari. Ich komme gleich zur Sache. Komm zur Adresse. Ich warte auf dich. Es ist unser Schicksal. Nein. 26. Ja, das ist noch jung. So, da ist er doch schon. Ja, guck mal. Alter. Mary. Weg. Nimm sie mal mit in deinem Schlitten. Sie kommt, also, kommt einfach hinterher. Oh Mann, ey! Was hat er denn da? Kannst du den auch wegdrücken? Aber er hat wirklich... Mary ist ultra krass, Alter. Und vor allem, was macht sie im Boden? Die ist schon auf der richtigen Alter, Snoop Dogg! Das ist Snoop Dogg! Den Kellner anrufen. Hallo, 5 Kaffee bitte. Und ich finde auch, sie müsste bezahlen, übrigens. Weil sie gesagt hat, dass das Essen gehen. 50 Cent hat gesagt, die Person, die entschieden hat, dass man auf ein Date geht, die sollte das Date auch bezahlen. Also ich lasse jetzt die andere bestellen. Oder soll ich bestellen? Du sollst mir hier Tipps geben, ich dachte, du bist Profi. Ja, dann lass der Frau den Vortritt. Mann, du weißt doch selber nicht, was du willst. Haben wir jetzt hier so Bärchen? Ja, weil du sie hast bestellen lassen. Jetzt hat sie halt für dich Blaubeeren bestellt von Snoop Dogg. Ja, aber sorgfältig bestellt, weil ich Vegetarier bin. Ich wünschte, ich hätte bestellt. Peach. Ja. Welche Hobbys interessieren Sie sich? Musik. Ich würde gern mit Ihnen über die Hobbys sprechen, die mich interessieren. Aber meine Begeisterung ist verflogen. Wayne juckt. Wie dem auch sei. 110 Dollar?
Ah, sie zahlt. Ich nehme die 50 Dollar Geld. Was? Warum ist es so schnell? Ja, aber ich habe verstanden, was sie von mir wollte. Sie hat gesagt, okay, Essen war jetzt okay, scheiße. So, ich verpiss mich jetzt. Hier ist die Rechnung. Sie bezahlt die und gibt mir noch 50 Dollar. Aber bist du satt von ein paar Blaubeeren? Offensichtlich schon, wenn ich auf meinen Hunger gucke. Das gibt eine Beere. Stinkbug oder Toasted Marshmallow. Er könnte mit mir mal zum Joggen gehen. Jetzt ab zum Möbelhaus. Also ich glaube, das Wichtigste ist ja ein Bett, ne? Ich meine, du hast ja eine Matratze auf dem Boden liegen. Ja, und da ist, denke ich mir so, entweder man kauft jetzt ein fancy Sofa oder direkt ein nices Bett. Ich würde das hier kaufen, oder? Ja, let's go. Ich weiß nicht, hier, hoffentlich ist das Sofa schon da. Wie, ich muss das jetzt noch zusammenbauen oder so. So ab ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Das ist eine random Wohnung. Geh ins Speditionsgeschäft und arbeite etwas. Hä? Wann habe ich denn wieder einen Job? Ich will noch mal was finden. Liken wir die jetzt oder nicht? Gefällt sie dir oder nicht? Dann nein. Also Naomi gefällt mir besser als Sophia. Sophia hat einfach übelst den creepy Blick drauf. Ich hab Match! Sie passen! Savada! Hallo, wie geht's? Mir geht es gut. Schon wieder. Keine Gegenfrage, keine Konversation. Ich muss das Gespräch führen. Ist Ihr Vater ein Süßwarenhersteller? So ein Glomander? Denn wenn ich dich sehe, brennt mein Schwanz. Ja, Also machen wir das jetzt mit dem Süßwarenhersteller? Ja, aber möchten Sie sich heute treffen? Ist, auch ist ja beides Mann. Scheiße. Ist beides Scheiße. Da müssen wir Bohne fressen. Okay. Ich hab Seife. Ja, also Süßwarenhersteller. Ja, auch gut. Das wäre eine Süßigkeit. Nee. Sehr gewöhnlich. Ich glaube, wir haben bei ihr verkackt. Oh, wir können, warte mal, das ist ein Pokerladen. Wir können Glücksspiel betreiben. Sagen Sie voraus, ob die Karte in Ihrer Hand größer oder kleiner ist als die dieses anderen. Alles all in. Achso, ich darf die nicht angucken. Ja, Glücksspiel. Herzlichen Glühstrom. Du bist ich sag meines höher, in. Oder? Ich gehe für niedriger. Der Verlierer frisst die Bohne. Ich hab verloren. Kotz mir nicht auf den Tisch. Ja, jetzt haben wir ganz die Null auf dem Konto. Boah, es stinkt aus deinem Maul, das ist unglaublich. Wir können auf den Bau wieder gehen. Das ist nämlich jetzt der Grind. Wir brauchen 100 Dollar. Wir machen jetzt 100 Dollar auf den Bau, dann gehen wir zur Spedition. Aber ich will doch eigentlich nur mit Frauen treffen. 20 Minuten später. So, Start. Steigen Sie in die Lastwagen. Der steht hinter dir, in der, ja. So, jetzt müssen wir hier 4 Pakete ausliefern, oder was? Kotzt mich das an, die Sounds sind so scheiße in dem Game. Wie oft warst du dieses Jahr schon kacken, Kalle? Zu oft. Ich habe, glaube ich, bei 420 aufgehört zu zählen. Ich habe jetzt auch herausgefunden, warum ich so oft schon aufs Klo musste, weil ich nämlich eine Unverträglichkeit habe und ich das voll ignoriert habe mein Leben lang. Und was war's? Soja und Weizen. Jetzt gehst du halb so viel zum Kacken. Und ich sag's, wie es ist, auf Station, scheißen ist der Sex im Alter. Es ist wirklich die alten Leute. Morgens um 7 noch nie beim Kacken waren. Schwester! Einer hat mich so lange angebettet, bis ich das größte Darmrohr rausgesucht habe und dann... Warum driften wir eigentlich auch so ab? Ja, weil das hier nichts, weil hier nichts passiert! Dann ist immer so eine. Das ist so eine Reise. Also beschreib, was du spürst. Gammel das Ei. Ich will doch einfach nur Frau treffen! Also ich will jetzt noch ein Date. Ich will eigentlich nur noch ein Date. Muss ich angeln gehen? Wir brauchen eine Angelroute. Gott sei Dank. Nimm dir mal. Oh Gott sei was Dank. Was hat der jetzt gekostet, der Spaß? 50 Dollar! Ja, ich muss mich jetzt konzentrieren aufs Angeln. Du bist jetzt meine Handvoll, so eine schöne Handvoll. Komm, trau dich mal. Toll, und rein damit. Mir klebt alles hier vorne. Mann, ich will eine Frau angeln jetzt! Es kotzt mich an! Wieso zeigst du mir das? Du spuckst in die Tasse und zeigst mir das! Was bist du denn für ein Mensch, sag mal! Bin ich jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt Findern. Ja! Oh. Wir liken jetzt alle. Hat die einen Bart? Ich wollte gerade sagen, die hat mehr Bart als du. Das ist okay. Gib mir ein Match. Gib's mir... Doggy. Oh! Wir können boosten. Ja. Oh Gott, ich hab fast gekotzt. Oh Gott. Diese Drecksbohnen. Ich nehme alle blauen. Nee, ich will auch eine blaue. Ah, sie haben ein Passe. Jetzt bin ich Toothpaste dabei. Das ist sehr akkurat. Libido zu niedrig. Hä? Was ist denn Libido? Dein Libido. Hä, aber wie mach ich das denn? Wie mach ich das hoch? Ja, mit Bitches. Warum sage ich die ganze Zeit Bitches? Du bist ein schlechter Einfluss. Du hast das gesagt! Das Geld, das sie haben, sie können durch Arbeiten verdienen. Zeit im Club verbringen. Ja, wenn die dich dann amdaten und geil und scharf auf dich sind. Ja, dann lass doch mal... Lass mal dancen gehen. Okay. Lass mal richtig hier Party-Outfit. Party-Hot, ich mache mir eine Schnitte. Party-Hot, ich möchte das Bild. Aber wo ist der Club? Ticketgeschäft.
Die ist ja die widerlichste von allen! Das schmeckt nach Kotze! Ich schwör's dir, das schmeckt nach Kotze! Ich piss mich gleich ein! Ich muss, glaube ich. Ja, Leute, ihr seht schon, ist gar nicht so einfach hier. Ich muss jetzt erstmal kotzen gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir es nochmal machen sollen und ob wir vielleicht auch unsere Traumfrau hier finden wollen. Ich glaub's nicht. Ich sage jetzt tschüss. Mir reicht's. Das ist widerlich.